Sandra, schau mal hier. Ja, heute ist fantastisches Wetter, passt auch sehr gut zum Thema heute, nämlich heute geht es ums Thema Ziele erreichen mit einer Zielcollage. Und ja, unser Unterbewusstsein hat ja die Sprache von Bildern und der Hintergrund, warum du eine Zielcollage führen sollst, ist ganz einfach der, dass ja, wenn du dir diese Bilder anschaust und die zum Beispiel an einen Platz platzierst, wo du sie immer wieder wahrnehmen kannst, siehst, dann gehen diese Bilder in dein Unterbewusstsein. Du lädst diese Bilder in dein Unterbewusstsein rein und dein Unterbewusstsein hat dann ja quasi die Aufgabe, alles Mögliche dafür zu tun, ja, dass deine Ziele Realität werden. Von daher gesehen ist eine Zielcollage ja ein sehr, sehr, sehr mächtiges Werkzeug, was ja, auf keinen Fall fehlen sollte, wenn du ja gewisse Ziele erreichen willst. Eine Zielcollage an sich ist zunächst mal nichts anderes als ein leeres Blatt Papier, wo du dann ja deine Ziele in Form von Bildern draufklebst. Ja, also ob das ein Auto ist, ein Haus, was eben deinen Vorstellungen entspricht, das klebst du drauf und platzierst es dann eben an einen Ort, wo du ihn immer wahrnehmen kannst. Ich persönlich nutze dazu noch ein Dreambook, ja, wenn man so will. Das heißt, das kann man sowohl digital als auch ja, eben ganz normal als Heft verwenden. Ich nutze es gerne mit dem iPad, weil mein iPad habe ich immer irgendwo dabei und kann dann immer mal schnell nachgucken. Ich zeige dir das gerade mal und das möchte ich jetzt einfach zeigen, wie man das erstellt. Also ich habe zum Beispiel hier so ein Traum von mir. Ich hoffe, du kannst es jetzt sehen. Das ist ein Porsche und möchte mir auf jeden Fall noch verwirklichen. Und ich schreibe dann immer ganz oben, ich gucke mal, ob ich das hier so in die Kamera kriege, ganz oben schreibe ich dann eben mein Ziel ausformuliert hin, suche mir dann die Bilder, die eben dementsprechend, was ich haben will, und mache dann hier unten dreimal Danke, Danke, Danke. Und habe dann auf der nächsten Seite noch zwei Dinge, die ich mir beantworte, nämlich zum einen, wie sieht mein Leben aus, wenn ich dieses Ziel erreiche, beziehungsweise seit ich dieses Ziel erreicht habe, notiere mir dann die Punkte dazu, was dort alles so eintritt und warum sollte oder warum wollte ich dieses Ziel erreichen. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, wie jeden Abend, bevor ich schlafen gehe und jeden Morgen, nachdem ich aufstehe, mir diese Bilder anzugucken und die Notizen dazu anzusehen und dann für jedes einzelne Ziel mir das ja zu visualisieren. Du kannst da auch, das ist noch so ein Tipp von mir, das habe ich auch von einem meiner Mentoren gelernt. Du kannst dann auch, das ist eine Mächt also ich finde, es ist eine mächtige Waffe. Du kannst dann zum Beispiel ein Lied aussuchen, was dir ganz gut gefällt und dieses Lied dabei abspielen. Und dadurch verknüpfst du in deinem Unterbewusstsein eben deine Ziele mit diesem Lied. Und immer wenn dieser Song läuft, dann läuft so, ja, dann denkst du automatisch an dein Ziel, an deine Ziele und siehst die Bilder. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument. Also such dir da einfach mal vielleicht mal ein oder zwei Lieder aus, die du gerne hörst. Also es sollte nicht sein, was immer nur so sporadisch, was du so sporadisch gerne hörst, sondern so wirklich ein Lied, wo du sagst, das kannst du immer und immer wieder, ja, hören. Ja, wie erstellt man sowas? Also du kannst es, wie gesagt, in Form eines Heftes machen oder eines Notizbuches, wo du dann oben einfach drüber schreibst, die Bilder einklebst und dann auf der Rückseite zum Beispiel diese zwei Fragen dir stellst und diese beantwortest. Du kannst es aber auch so machen wie ich. Du nimmst ein Word-Dokument, ja, kannst dann dort die Bilder einfügen, schau, dass dein Ziel und das Danke, 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 dass das groß geschrieben ist, ja, und in dem Sinne kannst du dann das Ganze als PDF umwandeln und kannst es dir entweder auf dein iPad laden, auf dein Tablet oder wo auch immer. Und so hast du deine Ziele immer griffbereit. Okay, ich habe zu dem Thema nochmal einen Blogartikel erstellt. Den kannst du unterhalb dieses Videos, kannst du den Link klicken, kommst du direkt auf den Blogartikel, falls du es nochmal nachlesen willst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Erstellen deiner Zielcollage, maximalen Erfolg damit. Vielleicht schreibst du mir auch einfach mal unter das Video, unter in die Kommentarfunktion einfach rein, was für Hilfsmittel du verwendest, um ja dich zu motivieren, weiterzumachen, deine Ziele zu erreichen. Würde mich da echt freuen, wenn ihr ja eure Gedanken darunter teilt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich maximalen Erfolg, alles, alles Gute und super geile Energie, dass ihr ja viel Spaß habt beim Erreichen eurer Ziele. In diesem Sinne alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.